So, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit das Bacon. Nachdem die letzte Folge ja etwas kurz ausgefallen ist und ein kurzes plötzliches und jedwedes Ende genommen hat, befinden wir uns nun in dem Loch, in der Pyramide. Und da es keine Leichen gibt in Minecraft, liegt hier nirgendwo die Leiche, die zerstückelte Leiche von Fippolo. Nach dieser herben Enttäuschung, keine Truhe bekommen, habe ich mir überlegt, gönne ich mir mal was, habe ein neues Texture-Pack installiert und ein paar Shader. Ne, eigentlich nur einen. Um mir das Ganze ein bisschen, ja, im Prinzip schön zu trinken. So, und ich komme auch gleich wieder rüber. Ja, ich komme jetzt nach Hause. Ach so, super. Weil ich habe mir gedacht, ich baue mir jetzt was Schönes. Ich gönne mir jetzt einfach mal was. Jo, ich finde, wir bauen uns beide was Schönes. Es ist übrigens gerade Nacht, pass auf. Es ist gerade Nacht, oder? Das ist kein Problem. Ich habe, ich bin gefeit. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Wie bin ich denn hier reingekommen? Bin ich ja runtergesprungen? Da irgendwie. Ja, ich habe ja genug Dreck dabei. Ich nehme den direkten Weg nach oben. Denn ich werde nicht mehr hierhin zurückkommen. An diesen Ort unserer Scham. Unserer größten Niederlage bisher. Ah, hier sind noch die Endermen drin. Guten Tag. Ja, ich habe nichts mit ihnen zu schaffen. Hier geht's direkt los. So. Keine Furcht mehr. Keine Kompromisse mehr. Hier sieht man schon die schönen Schatten von den Shadern. Echtzeitschatten. So, mein Pferd. Hatte ich das hier irgendwo stehen? Das ist, also ein Pferd ist gerade hier im Korall. Stimmt, wir sind zu Fuß gegangen, weil du kein Pferd mehr hattest. Ich komme jetzt erstmal zurück. Ich mal wieder gestorben bin. Ich laufe durch die Wüste zurück. Ich springe durch die Wüste zurück. Die Bäume, sie sind hier überall. Sie hüpfen und springen und tanzen. Wer weiß, aus welchem Spiel dieses Zitat ist? Gothic 1? Richtig. Aber da geht es um Blumen, oder? Es ist Baal Netbeck. Nein, der Verrückte möchte gern Guru im Sumpf. Wahrscheinlich benannt nach einem PC-Player-Redakteur. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Joe Nettlebeck. Friss Schwert-Creeper! Nee. Ich fürchte keinen Creeper, ich fürchte nichts mehr. Mensch, was ich mich habe ein neues Ziel vor Augen. Was ich mich hier gerade über unseren Bunker freue. Frisch respawn, frisch vom Zombie gejagt und ab in den Bunker und alles sicher. Wobei, der schlägt gerade die Tür ein, das ist nicht so geil. Durch das Texture Pack oder so ist jetzt Rotten Flesh zu Zombie Brains geworden. Oh, sehr cool. Weiß gerade gar nicht mehr so genau, wo es zurückgeht. Zu unserer Farm. Schön aus hier. Wo ist der Mond? Da oben. Was ist das denn? Wolkenschatten? Scheint so. Haben wir eigentlich Schweine? Ach nee, wir hatten keine Möhren, genau. Ich weiß gerade, ich glaube, da waren ein paar Schweine. Ja, wir haben Schweine hier, aber noch nicht in unserer Farm. Ich würde kurz nachgucken, aber vor der Tür ist ein Zombie. Sag mir nochmal fix deine Koordinaten, bitte. Ja, das war F3. Ja, richtig. X minus 41. Ja. Und Z 346. Oh, alles klar. Dankeschön. Bitte. Huch. Ich glaube, da ist irgendwo ein Baby-Zombie hinter mir. Pass auf, die Baby-Zombies, die sind ziemlich fies. Alles Mögliche hier. Und Creeper, oh. Ja, das ist ein Schwein weniger. Was für eine Nacht. Eine Nacht voller Action und toter Schweine. Ich versuche den jetzt mal mit einer Blume zu schlagen. Nee, bringt nichts. Nein, Hilfe. Ich habe ihn reingelassen. Und jetzt töte ich ihn mit einer Blume. Oh. Es hungert mich. Gut, dass ich noch tote Kuh dabei habe. Ich fühle mich gerade wie ein Hippie. Ich habe einen Zombie mit einer Blume getötet. Oh, minus. Ich habe eine neue Pyramide gefunden. Oh, sehr cool. Die machen wir dann vielleicht sinnvoller. Die mache ich alleine jetzt, Freund. Aber du kriegst ja was ab, falls was Sinnvolles abfällt. Ich weiß auch gar nicht, ob das die einzige Falle in der Pyramide ist, die direkt da unten ist. Aber kurz, habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Falls ich sterbe. Nö. Das reicht. Auf geht's. Guten Tag, mein Freund. Oh. Wir spielen ja immer live. Wir spielen ja jetzt. Also wenn ihr das gerade guckt, dann spielen wir jetzt gerade. Bin ich im Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen.
Bist du wieder bei unserer Pyramide ich gelandet? Ich bin bei derselben Pyramide gelandet. Super. Was ist das denn? Sag mir noch mal bitte kurz deine Koordinaten. Hast du aber fein gemacht. X minus 44, Z 346. Minus 44? Ja. Du bist also tatsächlich... Aua, was ist denn hier los? Einmal durch die Wüste zurück zur Pyramide. Ja, das ist, liegt daran, dass mein rechtes Bein länger ist als das linke. Und deswegen bin ich im Kreis gegangen, in einem großen Kreis. Ich glaube, du hast eher eine Fata Morgana gerade gehabt oder so. Nee. Wieso kommen die Zombies eigentlich in unsere Koralle rein? Koralle? Naja, unseren Oki Cowell, unser Pferdezucht-Dings. Also. Die sollten doch eher nicht durch Zäune durchkommen, oder? Ja, eigentlich nicht. Aber wenn da drin dunkel ist, dann spawnen die natürlich da drin. Da ist so ein goldener Rüstungszombie. Jetzt will ich es aber wissen. Aber ich wollte aber essen sollen. Und der hat ja ein creepy Face. Jawohl. Nichts verloren außer einem Zombie-Brain. Oh, guter. Oh. Da hinten müssten wir dann zu Hause sein, ne? Wie man sieht, also ein ganzer Change of Pace hier stattgefunden. Das Spiel ist jetzt viel schneller geworden. Es passiert viel mehr. Wir drehen uns viel weniger im Kreis, wo wir das vorher getan haben und kriegen jetzt ganz viele Sachen zustande. Genau, denn da geht die Sonne auf. Oh, ist das schön. Das sieht echt schick aus. Ich habe den leider noch nicht drauf, den Shader, deswegen... Ah, das daheim. Boah, das sieht ja richtig nett aus. Ja, für die es interessiert, ist das Sphax Texture Pack. Dazu braucht man den Minecraft Patcher oder ja, sowas. Damit man das installieren kann, weil die Auflösung von den Texturen hier ist ja höher als die Textur von den normalen, die normalen Minecraft Texturen. So, ich glaube, ich verziehe mich nochmal ganz schnell hinter den in den Bunker. Ist ja alles auch vorbei. Jetzt ist ja ruhig, ne? Ach, da bist du. So, ich baue uns jetzt da hinten. Hast du Essen dabei? Oh. Ja, ein bisschen. Kriege ich ein bisschen was? Moment. Kann ich dir gleich sagen. Ja, ein Steak kann ich dir geben. Danke. Ja. Aha. Es wächst. So. Ich habe jetzt keine Lust mehr, so eine riesen Festung direkt zu bauen. Ich brauche erstmal ein schönes Haus. Gut. Deswegen werde ich jetzt den Wald roden. Wie es meine Axt schartig wird. Oh, hier ist noch so ein Mini-Zombie. Ich hasse die Viecher. Da ist wieder eins von denen. Aber da hängt eine Grafik fest. Den mache ich jetzt tot mit meiner Hand. Nee, mit meiner Blume. Ha, stirbt Zombie. Also es ist eigentlich nicht so schwer, sich so basic Sachen zu craften. Nee, das nicht. Aber ich habe jetzt... Ja, du Baum. Oh. Gibt es eigentlich einen Endmod oder sowas? Wo dann die Bäume laufen können und sich wehren? Oh, wir haben ganz viel Weizen jetzt. Die ganzen Huons hier abhacken. So, no time to lose. Aus Weizen kann man doch bestimmt Brot machen, oder? Aus Weizen kann man Brot machen. Du musst nur eine Zeile damit füllen. Ach, cool. So, ich brauche mehr... Da, Birken. Was ist denn hier passiert? Das ist aber nicht schön. Das zünde ich gleich an. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Egal. Mach ich später. Auch wenn ich damit meine Direktive aus der ersten Folge oder so missachte. Ich baue jetzt Holz. Gut, ich mache ein bisschen Landwirtschaft. Ich glaube, das kann ich nicht ohne zu sterben. Wie wir im Palazzo immer gerne sagen, genug rumgewichst. Jetzt wird angepackt. Also anders. Produktiver. Genau. Oh. Genau gestorben, jetzt arbeiten wir. Hab ich noch Eisen? Nee, hab ich alles dir gegeben, ne? Egal, komm. Steinaxt muss es tun. So. Oh. Äpfel. Da ist noch eine Birke. Mhm.
Da hinten ist unser Turm, ne? Mhm. Ja, ich glaube. Die Hirne. Und da ist die Farm. Und da ist Wüste. Dann baue ich doch einfach mal. Hier ein schönes Haus hin. Backe, backe Brot. Ein bisschen planieren. Habe ich direkt einen Pumpkin-Garten. Kann ich Pumpkin-Pie machen. Haben wir Hühner in der Farm? Ich guck gerade mal. Ich glaube, die, die ich hatte, die waren zu dumm mitzukommen. Nee, ich sehe genau. Keine. Das waren ganz besondere Hühner. Hast du hier eigentlich in unsere Zäune Türen reingebaut? Nee, ne? Doch, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Da, wo du gerade nicht bist. Ich guck mal. So. Ah ja. Pass auf. Das soll alles Teil des Gartens werden. Oh, mein Brunnen ist kaputt gegangen. Gibt's ja nicht. Keine Erde mehr, doch. Bisschen noch. Ja, ja, ja. Weg. Die müssen alle weg. So. Machen Sie sich schon mal frei. Der Doktor kommt gleich. Hier. Ein bisschen breiter muss noch werden. Oh, da unten kann man direkt Keller ausbauen. Mehr Dreck habe ich nicht. Dann muss das hier weg. Das wird eine schöne, leicht abgesenkte Terrasse. Hm. Mit Ausblick auf die Wüste. Wie schön. Wir sind ja immer live, habe ich eben schon erwähnt. Und wir haben gerade Breaking Bad geschaut. Ja. Das Finale der Serie. Sehr cooles Ende, sehr coole Serie auch insgesamt. Ja. Viel Genugtuung drin, fand ich schön. War wirklich schön. Man kann sogar nicht mal sagen, dass irgendwas noch gefehlt hätte. Das hat man selten. Ja, es musste einfach so enden. Eigentlich. So. Mal ein bisschen gerade. Oder rund, wie man möchte. In Minecraft ist alles möglich. Nur die Fantasie ist die Grenze. So, hier kommt dann der schöne Garten, der schöne Keller hin oder so. Den muss man dann noch ein bisschen auskleiden. Lohnt sich das überhaupt? Nee. Das lohnt sich ja gar nicht. Mach ich lieber jetzt. Bisschen Kohle ist drin. Wort? Nee. Mein Gott. Da will man nur kurz hier so einen Keller ausheben. Ja, komm. Hier eine Fackel. So, jetzt spawnt da nichts. Wir fuschen beim Bau. Das Bacon. So. Ist das erstmal groß genug? Ja. Ja, für den Anfang.